Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Liebe Geschwister, assalamu alaikum wa rahmatullah. Geht ihr öfter mal so in Restaurants essen? Gute Restaurants? So, ab und zu mal? Ja, ne? Ja, ich auch. Eigentlich schon. Mir ist so eine Sache aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt. Früher, so vor 30, 40 Jahren, wenn du in ein Restaurant gekommen bist, da war garantiert auf jedem Tisch, bevor du was bestellt hast, da standen immer zwei Dinge drauf. Und dieser Trend geht heute langsam weg. Immer so zwei kleine, ungefähr so groß, auf jedem Tisch. Jedes Restaurant hatte das. Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer. Man hatte immer so kleine Salz- und Pfefferstreuer. Der Trend geht etwas zurück. Das macht man deswegen, weil man sagt, hey, der Koch muss einfach was Vernünftiges hinkriegen. Und wenn das nicht vernünftig gewürzt ist, wenn sowieso jemand mal Salz und Pfeffer nach, dann ist irgendwas gewaltig schief gelaufen. Das darf einfach nicht mehr passieren. Deswegen ist das heute nicht mehr überall so. Aber vor 30, 40 Jahren überall. Du bist in ein Restaurant gekommen, zuerst Salz und Pfeffer. Das ist ein Trend, der gab es schon lange. Hat nicht erst vor 40 Jahren angefangen. Aber ich möchte behaupten, wenn man mal so weit in die Zeit zurückgeht, so 1000 Jahre oder 1500 Jahre, da gab es ja auch schon Restaurants, Gaststätten. Und es kann ja auch mal sein, dass der Koch da das Essen nicht so richtig hingekriegt hat und dann möchte man das nachwürzen. Aber ich möchte behaupten, vor 1500 Jahren, der hätte auf dem Tisch bestenfalls Salz gestanden. Salz vielleicht, aber niemals Pfeffer. Im normalen Restaurant vor 1500 Jahren hätte niemals Pfeffer gestanden. Warum nicht? Warum hätte da kein Pfeffer gestanden? Salz vielleicht, ja. Irgendeine Idee? Weil es hier nicht vorkam? Ja, hier kommt das heute noch nicht vor. Der Bruder sagt, weil Pfeffer hier nicht vorkam. Heute gibt es hier auch keinen Pfeffer. Pfeffer kann man hier nicht anpflanzen. Gibt es in Indien, Malaysia, Indonesien, das ist so die Ecke. Vor 1500 Jahren war Pfeffer extremst teuer. Super teuer. Salz findet man tatsächlich hier. Pfeffer, das musste man tatsächlich aus Indien holen. Indien war der einzige Ort auf dem ganzen Planeten, wo es Pfeffer gab. Jetzt habe ich auch extra deswegen meine Karte mitgebracht. Jetzt konnte das dann so ein bisschen sehen. Da vorne ist Indien. Und wenn man Pfeffer haben wollte, dann musste man das irgendwie hier von Indien den ganzen Weg nach Europa kriegen, bis hier oben nach Deutschland. Das sind tausende von Kilometern. So. Jetzt, vor 1000 Jahren, da konnte man nicht mal nach Indien mit dem Schiff fahren. Man hatte noch gar keinen Weg dahin entdeckt. Ungefähr um das Jahr 1500, 1400, 97, 98, da ist der erste Portugiese hier von Portugal um Afrika herum bis nach Indien gekommen. Das hat vieles erleichtert. Das war ungefähr im Jahre 1500. Davor musste man jeden Sack Pfeffer hier in Indien auf einen Kamel laden oder auf einen Esel. Und dann musste man damit so 10.000 Kilometer latschen. Und der wurde unterwegs halt verkauft und wiederverkauft und wiederverkauft. Und da waren Länder dazwischen mit Grenzen und Zöllen etc. 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 Das heißt, wenn der Pfeffer da in Indien geerntet wurde, dann hat er, keine Ahnung, vielleicht 10 Cent gekostet. Und der ist nach Europa gekommen und dann hat er nicht mehr 10 Cent pro Kilo, sondern vielleicht 15 Euro gekostet. Es war gigantisch teuer. Pfeffer, das gab es bestenfalls für Adelige, weil man halt keine andere Möglichkeit hatte. Jetzt wäre das Schönste gewesen, wenn man den Pfeffer nicht aus Indien mit dem Esel holen muss, sondern direkt mit dem Schiff nach Europa. Das ging vor 1000 Jahren noch nicht. Also bis nach Europa konnte man noch nicht fahren, weil man noch keinen Weg entdeckt hatte. Aber man konnte ein Stück des Weges fahren mit dem Schiff. Das heißt, man konnte hier in Indien ein Schiff beladen und zumindest schon mal hier rüberfahren. Dann hat man hier das Kamel beladen und ist damit nach Europa gegangen. Das hat schon einiges gespart. Das waren ein paar tausend Kilometer, die man gespart hat. Man hat sich Grenzen und Zoll gespart. Ist eine super Gelegenheit. Und noch dazu, die Länder, die hier direkt dran waren, die brauchten überhaupt keinen Zoll bezahlen. Da wurde ein Schiff in Indien beladen, das ist rübergefahren, das wurde ausgeladen, die hatten ihren Pfeffer. Genial. Das war ja nicht nur Pfeffer, die haben ja alle möglichen Gewürze, Curry und keine Ahnung was. Das konnten die alle sehr günstig da transportieren. Jetzt dieses Land auf der Karte, die Karte ist schwarz, aber dieses Land hier, hat einer eine Ahnung, welches das ist? Boah, Erdkunde, siebte Klasse oder so. Welches ist das? Sudan.
Sudan, ah, nicht ganz, habe ich schlecht gezeigt, das hier. Jemen ist das. Jemen. Da ist Jemen, das Land Jemen. Ich hätte meine Kids mitbringen können, die hätten jetzt aufgeblüht. Die könnten ihre Hauptstadt sagen, und weil Jemen ist das. Das war tatsächlich einer der Gründe, warum Jemen lange Zeit ein super reiches Land war. Das fing so 500 Jahre vor Christus an und sehr lange Zeit hat sich das gehalten. Jemen hatte enorme Bedeutung. Nicht so viel für Europa auch, aber vor allen Dingen für die ganze arabische Halbinsel. Hier, diese arabische Halbinsel. Wer da Gewürze haben wollte, die hat man alle aus dem Hafen von Jemen geholt, konnte man da direkt verteilen. Musste man nicht so umständlich über das Land bringen. Und das ging nicht nur mit Gewürzen aus Indien, also nicht nur mit Pfeffer und Curry und was die da alles angebaut haben. Das ging auch mit Waren aus China. Seide, Gold, was auch immer, was es alles in China gab, Porzellan vor allen Dingen. Das waren alles begehrte Waren. Die musste man nicht über die ganzen Himalaya-Berge transportieren, sondern einfach mit dem Schiff nach Jemen. In Jemen ausgeladen und in Jemen wurde das Ganze verteilt. Und Jemen hatte da quasi eine Monopolstellung im arabischen Raum. Wenn irgendwas an bedeutenden Waren, das kam meistens in Jemen an den Hafen, deswegen sind die alle steinreich geworden. Das hing lange Zeit an. So. Das ging so, wie gesagt, 500 Jahre vor Christus ging das ungefähr los. Bis ungefähr 300 Jahre nach Christus. Da ist in Jemen so einiges passiert. Da gab es erstmal so Bürgerkriege, interne Revolten, die Leute haben sich gestritten. Und irgendwann später sind die Römer aufmarschiert. Das Römische Reich gab es noch, die haben Jemen besetzt. Die Römer haben nicht die arabische Halbinsel besetzt. Die ganze Wüste hier, da hatten die gar keine Lust drauf. Das ist viel zu heiß und Sand und was wollen die da überhaupt? Aber Jemen war für sie interessant. Wirtschaftlich bedeutend, das ist okay. Das heißt, die Römer haben irgendwann Jemen besetzt. Das bedeutet aber, Jemen hat so ein bisschen von seiner Vormachtstellung verloren. Das ging so ein bisschen bergab. Der endgültige Schlag kam 450 nach Christus. Da gab es eine große Flut in Jemen. Der berühmte Hafen da wurde zerstört. Teile des Landes wurden überflutet. Und die wirtschaftliche Grundlage von Jemen, worauf der ganze Reichtum beruhte, das war nicht mehr vorhanden. Sind auch einige jemenitische Stämme dann ausgewandert. Was sollten die noch in Jemen? Sind in den Norden gegangen, haben sich über die arabische Halbinsel verteilt. Das war so die Geschichte von Jemen 500 Jahre vor Christus bis 500 Jahre nach Christus. Jetzt zur selben Zeit, etwas weiter nördlich, in Mekka. Im Jahre 400 wird in Mekka ein Mann geboren namens Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab. Er ist in der Geschichte von Arabien sehr berühmt. Man nennt ihn Al-Mujammi'. Das ist der Mann, der Vereiniger. Er war derjenige, der kam auf die Idee, hey, wir sind doch hier so verschiedene Stämme und Familien und gerade hier in Mekka und wir haben hier die Kaaba. Lass uns doch alle zusammenhalten. Lass uns doch vereinigen. Wir identifizieren uns zusammen und so. Wir passen sowieso hier auf die Kaaba auf. Das passt doch alles blendend. Lass uns unseren Streit beiseite legen und wir begründen. Ja, nicht wir gründen eine Partei, aber wir verstehen uns als eine Gemeinde. Die ganzen Kinder Ismaels, die verteilt waren auf der arabischen Halbinsel. Die Leute fanden das toll. Die sagten, ey, das ist eine super Idee, wenn wir zusammenhalten, das gibt uns Stärke und Schutz. Das haben die auch gemacht. Und der Stamm von den Quraysh, das war der Stamm von diesem Al-Mujammi', war in Mekka ansässig und er hatte eine unglaubliche Macht dadurch. Zum einen, er war sowieso in Mekka, er hat auf die Kaaba aufgepasst. In der Kaaba waren die Götter von den anderen Stämmen. Und jetzt noch war ihre Vormachtstellung quasi unangefochten. Sie waren einig, haben zusammengehalten. Das hat ihm Power gegeben. Und dazu hatte er noch eine geniale Idee. Jemen ist ja gerade untergegangen. Das war ja so die Wirtschaftsmacht schlechthin. Ibn Kilab hatte 4 Söhne. Und er hat mit denen, hat die rausgeschickt und hat Handelsabkommen geschlossen. Mit Asch-Scham, also Syrien würde man heute sagen. Asch-Scham, Irak, auch mit Jemen und mit Abessinien. Der hat 4 Leute rausgeschickt und die haben Abkommen gemacht. Ab da war nicht mehr Jemen das Handelszentrum, sondern Mekka. Und das hat Mekka eine unglaubliche Macht gegeben. Sie waren jetzt nicht nur wirtschaftlich ungeheuer bedeutend. Also der ganze arabische Handel, der lief quasi über Mekka. Wirtschaftlich ungeheuer bedeutend. Noch dazu war da die Kaaba mit den Göttern von den anderen Stämmen. Religiös war es sowieso hoch angesehen, die ganze Geschichte von Ibrahim, damit haben sich die Araber identifiziert. Wow. Damit ist Mekka tatsächlich aufgestiegen. Mekka war bedeutend. In der Region unangefochten.
Jetzt gehen wir zurück nach Jemen und wir machen einen kleinen Sprung ins 6. Jahrhundert, ungefähr um das Jahr 550. Jemen, haben wir gesehen, ging es nicht mehr ganz so gut. Die Flut, interne Unruhen, die Römer haben es besetzt, etc. etc. Im Jahre 550 putscht einer der Generäle von der jemenitischen Armee gegen den König. Und er wird damit selber der König. Der Name dieses Generals ist Abraha. Ist eigentlich ein militärischer Commander gewesen, also hat sich an die Macht geputscht, ist jetzt König von Jemen. Und als er in Jemen an die Macht kommt, da versucht er, das Volk so hinter sich zu versammeln. Und wie man das heute nur macht, man erinnert an die glorreiche Vergangenheit. Das ist so ein bisschen heute so AfD-Style. Die macht das auch, die Germanen früher, was waren die alles, ne? Und wir waren keine Ahnung was alles. Das ist so üblich. Du kommst an die Macht und erzählst den Leuten, wie toll das früher war. Wow, und da müssen wir hin zurück. Schau mal, wer wir früher alles waren. Das hat er auch mit den Leuten versucht. Was waren denn die Jemeniten früher? Warum waren sie überhaupt so stark gewesen? Sie waren eine Wirtschaftsmacht. Jetzt hat er gesehen, jetzt sind die aber nicht mehr die Wirtschaftsmacht. Makka ist die Wirtschaftsmacht. Aber warum schauen alle Leute nach Makka? Warum respektieren die arabischen Stämme Makka? Die haben sofort gesagt, hey Mekka, Wirtschaftsmacht, top, wir sind dabei. Warum haben die das so leicht genommen? Weil da die Kaaba steht. Die Kaaba ist so bedeutend für die Araber, deswegen haben die Mekka so leicht als Wirtschaftsmacht akzeptiert. Deswegen sagt sich Abraha, der neue König von Jemen, okay, wenn das so ist, ich baue bei mir eine viel schönere Kaaba. Der hat das natürlich nicht Kaaba genannt. Der nannte den ganzen Bau Al-Qulais. Riesenprachtbau. Wahnsinnig viel Teuersten, Gold und Einhorn und was er nicht alles mitgebracht hat. Riesen Tempel rausgebaut, wunderschön anzusehen. Und er hat gehofft, wenn so ein schöner Tempel, die Araber, wenn die davon hören, die werden immer die Kaaba vergessen und die kommen alle nach Jemen. Und wenn die erstmal alle nach Jemen kommen, dann kommt auch der Handel zurück und Mekka ist irgendwann vergessen. So, was glaubt ihr, haben die Araber das gemacht? Die schöne Kaaba, die ist ja relativ schlicht, sind die jetzt nach Jemen gegangen zu dem ganzen Goldbau? Huh, no way. Das haben die überhaupt. Hat die gar nicht interessiert. Keiner ist gekommen. Jetzt war Abraha sauer. Jetzt schickt er einen Brief nach Abessinien. Abessinien war mit Jemen ein wenig verbündet. Nachdem die Römer Jemen besetzt haben, ist Jemen christlich geworden. Abessinien, das heutige Äthiopien, war sowieso immer christlich. Die haben sich gut verstanden. Abraha, der König, schickt einen Brief dahin und sagt, ey, guck mal, die blöden Araber, die kommen nicht zu meiner schönen Kaaba. Wir müssen was tun. Das Beste ist, ich gehe einmal hin und zerstöre die Kaaba. Wenn die Kaaba erstmal zerstört ist, gehen die Araber nicht mehr dahin, die kommen zu meinem schönen Prachtbau. Er hat den Brief nach Abessinien geschickt und die Araber haben das gehört. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie die reagiert haben. Stellt euch das mal heute vor, wie wir die Kaaba achten. So ähnlich war das ja auch bei den Arabern, nicht ganz so stark. Aber wenn wir hören würden, irgendein Land würde sich vornehmen, die Kaaba zu zerstören, dann wäre aber hier was los, dann wäre aber High Life. Und ähnlich war das bei den Arabern, die wollten sich das nicht gefallen lassen. Einige von den Arabern, die kamen auf die geniale Idee, wenn der das mit uns vorhat, wir gehen erst nach Jemen und ärgern den ein bisschen. Und von den Quraysh sind dann einige nach Jemen gegangen, die sind in seinem Prachtbau geschlichen. Einer von denen hat den als Toilette benutzt. Natürlich, das kannst du natürlich nicht machen. Es war ja für ihn, war das so ein heiliges Tempelding und keine Ahnung was und jemand kommt dahin und macht irgendwo in die Ecke. Das ist natürlich ein Drama. Nach anderen Berichten soll sogar einer versucht haben, das ganze Ding in Brand zu stecken. Auf jeden Fall, es war nicht mehr viel wert. Und Abraha war stocksauer. Als das passiert ist, stocksauer. Er schreibt nochmal einen Brief nach Abessinien. Sagt denen, hör mal zu, schaut mal, was die Araber mit meinem schönen Prachtbau gemacht haben. Jetzt sind wir nicht mehr zu halten, wir müssen agieren. Und die Abessinier sagen, okay, wir schicken euch ein bisschen Armee. Ihr habt selber ein paar Soldaten, ihr kriegt auch Soldaten von uns und dann könnt ihr nach Mekka marschieren. Das hat Abraha auch gemacht. Er stellt eine gigantische Armee auf. Einige sagen 12.000 Mann, andere sagen 60.000 Mann oder irgendwas dazwischen. Das war die Armee, die er hatte. Das Neuartige an seiner Armee, das war nicht mal die Zahl. Die Zahl war schon genug, um den Arabern Angst einzujagen. Aber noch dazu hat Abraha Elefanten besorgt. Seine Armee, 12.000 oder 60.000 Mann, irgendwas dazwischen. Und an der Spitze Elefanten. Die Araber kannten Elefanten gar nicht. Für die war das so, als wenn jetzt da einer mit Panzern um die Gegend kommt. Also, nie gesehen. Kriegselefanten, die waren alle so, als sie nur davon gehört haben. Und Abraham marschiert los.
Im Jahre 570, da war er gerade, ich weiß nicht, ein paar Jahre erst König, nimmt er seine Armee, seine Zehntausende von Mann, mit Elefanten. Einige sagen 9, einige sagen 13 Elefanten, aber zumindest an der Spitze standen Elefanten. Er marschiert durch die Wüste von Jemen bis nach Mekka. Bis direkt nach Mekka. Und im Jahre 570, im Monat Muharram, also 570 ist natürlich nach Christus, da gab es noch keine Hijri-Zeitrechnung, aber im Monat Muharram, im christlichen Jahr, 570, kommt er in Mekka an. Kommt bis zur Kaaba. Also nicht direkt bis zur Kaaba, aber kommt zumindest bis nach Mekka. Die Araber haben Angst. Die wollen sich gar nicht mit ihm anlegen. Und das zeigt schon, also die waren nicht so drauf wie wir heute. Also ganz im Ernst, wenn du irgendeinen normalen Muslim nimmst, der lebt in Mekka und der hört, es kommt eine Armee auf Mekka zu und will die Kaaba zerstören, der wird nicht abhauen. Ist ihm egal, was mit ihm passiert, aber er wird da bleiben. Die Araber sind alle abgehauen. Die haben ihm gesagt, hör mal zu, du mit deiner Armee, mit den Elefanten vor allen Dingen, sieh zu. Also wir ziehen uns aus der ganzen Sache zurück. Und das zeigt schon, dass die Araber, die haben die Kaaba nicht so richtig als Haus Allahs verehrt. Zum Teil nur. Aber für sie war die Kaaba im Wesentlichen Business. Sie waren darum mächtig in der arabischen Halbinsel, weil sie die Kaaba hatten. Deswegen haben sie die auch sofort aufgegeben, wenn da jemand mit einer Armee und Elefanten vor der Tür steht. Jetzt, hat Abraham mit seinen Elefanten, hat er das geschafft, die Kaaba zu zerstören? Nein. Er ist bis nach Mekka gekommen, durch die Wüste, konnte fast schon die Kaaba sehen, aber im letzten Moment wird wie durch ein Wunder die Kaaba gerettet. Am Himmel erscheinen plötzlich Vögel, die greifen die Armee von Abraham an und er muss die Klamotten packen und geht wieder zurück nach Jemen. Für die Quraysh, die das gesehen haben, war das ein göttliches Wunder. Und das war es ja auch tatsächlich. Das war eine Sache, die war nicht normal. Das war schon ein Zeichen Allahs. Und die Quraysh, die haben das als Bestätigung für sich selber gesehen. Sagt, wow, Allah ist auf unserer Seite. Wir machen ja alles richtig. Und nicht nur die Quraysh, die ganzen anderen Araber auch. Die haben nur gesehen, wow, Allah rettet die Quraysh vor dieser Armee. Er schickt Vögel für die Quraysh. Wahnsinn. Was müssen die Quraysh für Tiere, also das müssen ja wahnsinnige Leute sein. Die haben bestimmt eine gute Beziehung zu Allah. Du legst dich besser nicht mit den Quraysh an, denn sonst kommt vielleicht die Rache von Allah. Dieses eine Ereignis hat das Image von den Quraysh ungemein gepusht, weil die ganze Insel gedacht hat, Allah ist auf der Seite der Quraysh. Dieses Ereignis war so bedeutend in der arabischen Geschichte, dass man da die Zeitrechnung angesetzt hat. Man hat dieses Jahr 570 das Jahr des Elefanten genannt, Amul Fil. Und wenn irgendwas danach passiert ist, dann hat man gesagt, das war 5 Jahre nach Amul Fil, nach dem Jahr des Elefanten. Weil das einfach ein Ereignis war, was alle kannten. Alle kannten auch die Story, die wussten, was passiert ist. Ganz Arabien wusste Bescheid, das war Amul Fil. Im selben Jahr von Amul Fil, 50 Tage, nachdem Abraham mit seiner Armee zurück nach Jemen geht, bringt in derselben Stadt Mekka eine Frau namens Amina einen Jungen zur Welt. Sie selber stirbt kurz danach. Sie sieht also gar nicht mehr, wie ihr Kind größer wird. Und der Junge wächst auf bei seinem Onkel. Und er wird sehr beliebt in seinem Volk. Er wird sehr geschätzt. Man schätzt ihn für seine Aufrichtigkeit, für seine Ehrlichkeit, seine Vertrauenswürdigkeit. Man wusste, wenn man ihm etwas anvertraut, er wird das niemals untreu behandeln. Du kannst dich immer darauf verlassen, auf sein Wort. Wenn er ein Urteil gefällt hat, dann wurde das akzeptiert. Er war verständlich, er war vernünftig, er war wirklich ein Junge, der respektiert wurde. Dieser selbe Junge wird größer. Und als er 40 Jahre alt ist, wird er mit einer unmöglichen Aufgabe betraut. Er kriegt einen Auftrag, wenn man ihn einem von euch geben würde, er würde sagen, der ist unmöglich. Ihm wird gesagt, als er 40 Jahre alt ist, du gehst jetzt los nach Mekka, zur Kaaba, und du sorgst dafür, dass alle Götter aus der Kaaba verschwinden. Da sind über 300 Götter, die müssen alle raus. In der Kaaba wird nur noch Allah angebetet. Das alleine ist schon verrückt. Die Götter aus der Kaaba nehmen, die Quraysh haben davon gelebt. Quraysh waren ein mächtiger Stamm in ganz Arabien. Du kannst nicht da hingehen und denen die ganze Wirtschaftsgrundlage wegnehmen.
Das zweite, du wirst die gesellschaftliche Denkweise auf den Kopf stellen. Du musst den Leuten erklären, ein Araber ist nicht besser als ein Schwarzer. Oder umgekehrt, es spielt keine Rolle. Töchter lebendig begraben ist ein großes Unrecht, das ist wie Mord. Dieses Stammesdenken musst du alles abschaffen. Es gibt nur noch Brüderlichkeit in der Religion. Und sie müssen dich als alleinigen Anführer akzeptieren. Das ist schon eine Sache, da denkst du, Die Quraysh sollten alle ihre Autorität abgeben. Das, was sie so gemacht hat, alles abgeben. Und auch das, worauf sie begründet hat. Die begründete ja auf den Götzendienst an der Kaaba. Und all das, was sie zur bedeutenden Wirtschaftsmacht gemacht hat, nämlich ebenfalls der Götzendienst, das soll alles weg. Wer akzeptiert sowas? Ein Mann sollte das dem mächtigsten Stamm auf der arabischen Halbinsel verklickern. Und warum sollten sie das von ihm akzeptieren? Wie soll er ihnen erklären, dass sie das von ihm alles akzeptieren? Du musst zu den Leuten sagen, dass zu dir ein Engel kommt. Dieser Engel bringt Offenbarungen direkt von Allah. Deswegen müsst ihr das alles akzeptieren. Jetzt stellt euch das für einen Moment für euch selber vor. Ihr müsstet zu euren Nachbarn hingehen und ihr müsstet ihm verklickern, dass zu euch ein Engel kommt mit Offenbarungen von dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und der Nachbar muss das akzeptieren. Und wenn er das nicht macht, dann erwartet ihm nach dem Tod ein ganz übles Schicksal. Was glaubt ihr, was wird euer Nachbar sagen? Was? 112 oder wie? Notruf nochmal? Die Leute damals haben nicht anders reagiert. Und genauso wie ihr wisst, dass alle eure Nachbarn sagen würden, hör mal, du hast doch einen Dachschaden. Genauso wusste man das damals auch, wenn ich zu den Leuten mit dieser Story komme, die werden sagen, hör mal zu, was stimmt mit dir nicht? Das weißt du vorher und trotzdem sollst du losziehen. Der Mann, von dem ich rede, der diesen Auftrag bekommen hat mit 40 Jahren, wer ist das? Der Prophet Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Er alleine sollte losziehen gegen die unbestrittene Macht Arabiens. Keiner konnte die Quraysh anfassen. Und ihm wurde gesagt, hör mal zu, du musst das alles auf den Kopf stellen, was hier passiert. Und in dieser Zeit, ganz am Anfang von seiner Mission, offenbart ihm Allah diese Sura. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Das ist die Sura, um die es heute geht. Mit einer langen Einleitung, die notwendig ist, um zu verstehen, worum es hier geht und welche Bedeutung diese Sura für den Propheten sallallahu alaihi wasallam hatte. Unbestritten ist, dass es eine sehr, sehr frühe Sura aus Mekka ist. Nach den meisten Gelehrten ist es die 19. Also relativ am Anfang der Geschichte. Allah offenbart ihn. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten umgegangen ist? Da ist die Sura. Mir gefällt ehrlich gesagt die Übersetzung überhaupt nicht. Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten umgegangen ist? Die Frage selber ist seltsam. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das garantiert nicht gesehen. Alles, was damals passiert ist, was Allah mit diesen Leuten gemacht hat, das geschah 50 Tage vor seiner Geburt. Er hatte es garantiert nicht gesehen. Das ist aber auch hier nicht die Frage. Die Frage bedeutet eigentlich, weißt du nicht, was dein Herr damals mit den Leuten angestellt hat? Weißt du nicht, wie dein Herr mit denen umgegangen ist? Eine solche Frage stellt man, um jemanden die Sorge zu nehmen, die er hat. Wenn du zum Beispiel Angst hast, deine Miete zu bezahlen, und ich bin dein Arbeitgeber, dann sage ich zu dir, weißt du nicht, dass ich gestern dein Gehalt überwiesen hat? Ist doch alles paletti, keine Sorge. Du kannst deine Miete schon bezahlen, alles in Ordnung. Oder wenn du Angst hast, gegen ein Fußballspiel zu verlieren, spielst gegen Bayern München, und ich sage zu dir, weißt du nicht, dass die 10 wichtigsten Spieler von denen alle verletzt sind? Keine Sorge, passt schon, keine Sorge. Das ist das Statement hier von Allah gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Auftrag, den er hatte, war übermenschlich. Aber Allah sagt ihm, keine Sorge, weißt du nicht, wie ich mit einigen anderen umgegangen bin?
Käfe fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten umgegangen ist. Das arabische Wort hier für umgehen, das arabische Wort ist fa'ala, das heißt eigentlich machen. Aber fa'ala ist, wenn man etwas macht, was ohne Mühe ist. Einfach so, zack. Es ist nicht wie amila, amila heißt arbeiten, Energie reinstecken. Fa'ala ist etwas, das ist gar nichts. Weißt du nicht, das war überhaupt nichts für Allah. Da kamen die Leute mit ihrer Armee, mit ihrer ganzen, ne, Elefanten kamen um die Ecke und für Allah war das nichts, sie einfach so wieder nach Hause zu schicken. Und vor allen Dingen, Allah hat das mit einer Armee gemacht, vor der die Quraysh Angst hatten. Die Quraysh sind alle abgehauen. Siehst du nicht, wenn Allah so mit diesen Leuten umgeht, was sind dann die Quraysh für ihn? Was? Mit einer viel stärkeren Armee, das ist nichts für ihn, wenn er sie nach Hause schickt. Was kann er schon mit den Quraysh? Was können die Quraysh schon gegen ihn machen? Aber am schönsten an diesem Vers finde ich den Ausdruck Rabbuka, dein Herr. Allah sagt über diese ganze Geschichte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten umgegangen ist? Was er mit denen gemacht hat? Stellt euch vor, ihr seid Vater. Lassen wir die Mutter mal weg, ihr seid einfach alleiniger Vater von 10 Kindern. Vater von 10 Kindern. Und ihr baut ein Haus. Baut ein großes Haus und alle Kinder können darin wohnen. Vater, 10 Kinder, ein Haus und alle können darin wohnen. Irgendwann einmal versammelst du alle Kinder. Deine 10 Kinder sind vor dir. Und du gehst zu einem hin, du nimmst ihn raus und du sagst ihm, hast du nicht gesehen, was dein Vater für ein schönes Haus gebaut hat? Wenn du das so vor den anderen Kindern machst, welchen Eindruck kriegen die anderen Kinder? Sie kriegen den Eindruck, du hast dieses ganze schöne Haus nicht wegen ihnen gebaut, sondern nur wegen diesem einen, den du rausgepickt hast. Die anderen wohnen darin, sie profitieren davon, aber es ging um sie überhaupt gar nicht. Es ging eigentlich nur um diesen einen Sohn. Hast du nicht gesehen, was ich für ein schönes Haus gebaut habe? Wenn du es so formulierst, die anderen werden denken, hä, wie, um uns ging es gar nicht? Dasselbe ist die Aussage von dieser Sura. Die Quraysh haben die ganze Zeit einen Film gefahren, wow, Allah hat uns gerettet, die Quraysh, die Hüter der Kaaba etc. etc. Und dieser eine Satz, den der Prophet vor den Quraysh liest, er sagt dann, hör mal zu, es hat mit euch gar nichts zu tun. Es gibt einen Grund, einen, genau einen, warum Allah die Leute mit dem Elefanten wieder nach Hause geschickt hat. Das seid ihr überhaupt gar nicht. Warum er die Kaaba gerettet hat, hat mit euch nichts zu tun, mit eurer Macht gar nichts. Einen einzigen hat das. Weil 50 Tage später ein Mann namens Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib in dieser Stadt geboren wird. Sallallahu alaihi wasallam. Darum sind die Leute wieder nach Hause geschickt worden. Mit euch hat das gar nichts zu tun. Und ich wünschte mir manchmal, wenn wir diesen Suren lesen, würden wir das nicht immer als Geschichten von früher lesen. Schaut mal, Koran ist eine Sache. Wenn Allah das offenbart, das sind alles Lehren für uns heute, nicht damals. Es geht nicht darum, um zu erfahren, was vor 1500 Jahren passiert ist. Menschen fallen immer wieder darauf rein. Wenn Allah ihnen einen Sieg schenkt, denken sie, wow, ich bin auf der Wahrheit. Das war der Fehler der Quraysh damals. Sie haben ein Wunder gesehen, was zweifelsohne göttlich war von Allah. Aber es ging um sie gar nicht. Solche Wunder sind kein Beweis dafür, selbst wenn du dadurch einen unglaublichen militärischen Sieg davon trägst. Sie haben nichts damit zu tun, dass du auf der Wahrheit bist. Um das Ganze mal ein bisschen konkreter zu formulieren. Es ist gerade einmal 6 Jahre her. Da sind eine ganze Reihe von Leuten haargenau auf sowas hereingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr euch zurückerinnern könnt. Sommer 2014. Irgendwo in Syrien, Irak tobt der Bürgerkrieg. Und plötzlich heißt es, die Stadt Mosul wurde mit 500 Soldaten überrannt und erobert. Und die Stadt Raqqa und noch einige andere mit dazu. Wow, das war gewaltig damals. Das war nicht unbedingt ein göttliches Wunder, aber das war militärisch auch sehr schwer zu erklären. Mit so einer kleinen Armee solche Siege davontragen, unglaublich. Und es haben so viele gesehen, die dachten, wow, Allah ist auf deren Seite. Allah ist auf deren Seite. Nee, es hat nichts damit zu tun. Rein gar nichts hat das damit zu tun. Allah war auch nicht auf der Seite der Quraysh.
nur weil sie einen militärischen Wundersieg davon getragen haben. Und es ist niemals in der Zukunft ein Zeichen dafür, dass jemand auf der Wahrheit ist, weil jemand einen militärischen Wundersieg davon trägt. Es hat nichts damit zu tun. Die Leute, die darauf reingefallen sind, sie hätten nur diese Sura lesen müssen, um wissen zu müssen, hey, das hat damit nichts zu tun. Das ist kein Beweis dafür. Und noch eine schöne Sache, was ich an diesem Wort Rabbuka mag. Allah bezeichnet sich selber mit verschiedenen Namen im Koran. Manchmal sagt er einfach Allah. Allah hat dies und das gemacht. Oder Ar-Rahman hat dies und das gemacht. Aber hier sagt er Rabbuka, dein Herr. Und er verwendet das an bestimmten Stellen im Koran. Dein Herr benutzt er auch immer, wenn er eine Nähe ausdrückt zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Diese Sonderstellung, die er bei ihm hat. Diese enge Beziehung zwischen Allah und seinem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Rabbuka, das Wort Rabb ist Herr nicht nur im Sinne eines Befehlshabers. Das ist er auch. Er ist auch derjenige, der hat das Sagen. Aber Herr ist noch mehr. Das arabische Wort bedeutet zum Beispiel auch Al-Mun'in, derjenige, der seine Gnaden verteilt. Oder Al-Mu'tay, der viel gibt. Rabb ist auch jemand, der sich um etwas kümmert. Das arabische Wort Tarbiya steckt da auch drin. Das bedeutet Erziehung. Rabb ist auch jemand, nicht nur der befiehlt, sondern er hat eine Sache im Blick und passt auf, dass nichts damit passiert. Er kümmert sich darum. Und Allah benutzt das oft, um eine enge Beziehung zwischen Allah und seinen Propheten herzustellen. Sallallahu alaihi wasallam. So nach den Worten, mach dir keine Sorgen. Dieser Herr ist auf deiner Seite. Er ist dein Herr. Du brauchst die anderen Leute nicht. Als diese Sura offenbart wurde, da gab es ein paar Leute in Mekka, die die Botschaft angenommen haben und sehr viele, die die Botschaft verabscheut hatten. Mach dir keine Sorgen. Es reicht dir, wenn du eine gute Beziehung zu deinem Herrn hast. Ich sage das auch heute immer zu, ich denke manchmal selber daran, wo ich gerade konvertiert war. Das ist ewig lange her. 1995 war das schon. Und zum Islam konvertieren, das war, als wenn du ein Alien geworden bist. Heute ist das ein bisschen Mode. Damals, ich schwöre es euch, Leute, es ist Alien. Du bist Alien. Es war eine Sache, hä? Wie? Noch dazu, ich komme aus dem Dorf. Also 17.000 Einwohner. Das war so strange. Und nochmal obendrauf, meine Eltern haben nie was davon mitbekommen, dass ich mich überhaupt mit der Religion beschäftige. Gar nichts. So, meine Eltern im Dorf, mein Vater Beamter, meine Mutter Bürokauffrau. Verheiratet, zwei Kinder, ein Haus im Grünen. Der Sohn kommt mit 18 Jahren ins Wohnzimmer und sagt, Leute, wisst ihr, Mama, Papa, ich muss euch was erzählen. Und da hat meine Mutter hat schon so komisch geguckt. Oh, ich hoffe, das ist was Gutes. Und dann sagte ich, ich weiß nicht. Naja, um es kurz zu machen, ich bin Muslim geworden. Da ist aber was explodiert im Hause, krass. Wow. Ich wollte denen das gar nicht sagen. Überhaupt nicht. Das Problem war, ich war kurz vorm Ramadan konvertiert. Das war Anfang 95, Ramadan war Ende Januar, glaube ich, damals. Und ich habe denen das gesagt, 4 Tage vor Ramadan. Ich habe zu Hause gewohnt, das war noch vor dem Abitur. Und ich wollte unbedingt fasten. Du kannst aber nicht zu Hause bei deiner Mutter wohnen und ihr erklären, dass du 30 Tage lang von 7 Uhr morgens bis 4 Uhr Nachmittag nichts isst. Es funktioniert einfach nicht. Ich musste es denen deswegen sagen. Also es gab keinen Weg daran vorbei. Sonst hätte ich mir das ehrlich gesagt aufgeschoben bis irgendwann später, bis ich studiere und ausgezogen bin vielleicht. Aber worauf ich hinaus will, ich bin zu meinen Eltern gekommen und ich war so. Ich wusste ja, was passiert. Aber im Nachhinein sage ich immer, diese ganze Angst ist unbegründet. Schau mal, wenn du konvertierst, du nimmst diese Botschaft an. Das ist ein gewaltiger Schritt. Dieses ganze Leben, was du vorher geführt hast, das wirfst du weg und du hast jetzt ein neues Leben. Und du machst das alles für Allah. Ich bin nicht aus Mode konvertiert oder weil ich etwas davon hatte, also nichts davon. Ich wusste nur, das ist die Botschaft von Allah und ich habe keine andere Wahl. Und ich habe das meinen Eltern gesagt, weil ich fasten möchte. Und warum möchte ich fasten? Weil ich keine andere Wahl habe, weil Allah das so möchte. Und ich kann nicht anders. Ich muss ihnen das sagen. Deswegen habe ich das gemacht. In so einer Situation, wer hat ein größeres Anrecht auf die Hilfe Allahs als so jemand? Du kommst irgendwann dahin und sagst, ja Allah, ich mache das alles. Du kommst zum Islam, du weißt selber, du wirst ein Außerirdischer. Du führst ein Leben, was nichts mit dem zu tun hat, was du vorher geführt hast. Und du machst das alles, ja Allah, ich hoffe einfach nur, dass du mit mir zufrieden bist. Wer hat noch mehr Anrecht darauf, dass sein Herr
die Angelegenheit für ihn klärt. Ich sage das immer den Leuten, die konvertieren möchten und Angst haben. Das ist ganz normal. Scheitan tanzt sowieso Tag und Nacht um die herum. Oh, pass auf, dein Ehemann wird so und so machen, deine Ehefrau, deine Eltern werden dich rauswerfen, du wirst alles verlieren, der Chef wird dich rausschmeißen, du wirst verhungern, etc., etc., etc. Tausend Sachen erzählt er denen. Nichts von denen passiert. Nichts von denen passiert. Es gibt nur wenige Menschen, die ein größeres Anrecht darauf haben. Mach dir keine Sorgen, Allah macht das. Wie? Das ist die große Frage. Das weiß man nicht. Aber verlass dich darauf, dass Allah das macht. Diese Sache, die damals passiert ist, kein Mensch hätte damit gerechnet. Und wenn du deine Beziehung zu Allah ausbaust, und das ist eigentlich die Botschaft von diesem ersten Vers, kümmere dich um deine Beziehung mit Allah. Das ist dein Herr. Er ist derjenige, der schickt Armeen größer als die Quraysh wieder nach Hause. Wenn du mit ihm gut klarkommst, der Rest läuft schon. Das ist nicht von damals. Die Sache ist noch heute. Ihr wisst vielleicht, dass ich regelmäßig so zu Hajj und Umrah fliege. Jetzt wegen Corona gab es das längere Zeit nicht mehr. Ich hoffe, dass es inshallah im Winter wieder geht. Aber ich habe da die abenteuerlichsten Geschichten erlebt. Wirklich Sachen erlebt, wo die Menschen einfach nur, sie hatten eine Beziehung mit Allah. Und Allah organisiert Dinge für sie, wo du denkst, Einer der schrägsten, also ich habe viele schräge Geschichten. Vor 2 Jahren, glaube ich, sitze ich in einem Restaurant mit einer älteren pakistanischen Dame in meiner Gruppe. 60 Jahre ungefähr. Und sie hat mir gesagt, ich hatte immer den Wunsch im Herzen, sie hat mir die Story erzählt. Ich hatte immer den Wunsch im Herzen, einmal den schwarzen Stein zu küssen. Habt ihr schon mal Bilder davon im Fernsehen gesehen? Schwarzer Stein, Kaaba und so weiter, wie das da aussieht. Als 60-jährige Frau. Als Kung-Fu-Meister hast du vielleicht eine Chance. Mit 60 Jahren ist es sehr schwer. Aber sie hatte wirklich diesen Wunsch. Einfach nur diesen Wunsch. Und dann erzählt sie mir ihre Story. Sie macht Tawaf, sie geht um die Kaaba und kommt in die Nähe des schwarzen Steins. Nicht mal ganz in der Nähe, einfach nur, sie geht dran vorbei. Und sie wird dort niedergeschlagen, kurz vor der Kaaba-Tür. Es ist manchmal so gedrängt und einer schlägt sie nieder, sie landet dort. Und sie ist mit ihrem Sohn. Der Sohn, die Mutter, derjenige, der sie niedergeschlagen hat, es kommt zum kleinen Streit. Der Polizist da sieht das, es gibt immer Leute da, die passen so ein bisschen auf, sieht das Ganze, hört mal zu, hört auf zu streiten. Und als es ein bisschen heiß wurde, hat er gesagt, okay, ihr kommt jetzt mit mir, wir gehen zum Imam der Moschee, der soll das Ganze klären. Ich erzähle euch die Kurzversion, um es nicht zu lang zu machen. Sie landen beim Imam, der das nächste Gebet verrichten sollte. Sie erzählen die Geschichte und der Imam fragt, okay, was ist passiert? Und die Mutter sagt nur zu ihm, ja, Sheikh, was würdest du machen, wenn deine Mutter vor der Kaaba niedergeschlagen wird? Der Imam sagt, ist das wirklich passiert? Ist das wirklich passiert? Er sagt zu der Mutter, pass mal auf, ich bete morgen das Fajr-Gebet. Komm 20 Minuten vorher an diese Stelle, ich bin genau hier. Ich organisiere deinen Wunsch für dich. Am nächsten Morgen kommt sie dahin, trifft den Imam vor dem Fajr-Gebet, 20 Minuten vorher. Sie treffen sich da und ihr Wunsch war welcher? Sie wollte zum schwarzen Stein. Sie trifft sich dort mit dem Imam, sie gehen zur Kaaba und dort ist für sie abgesperrt. Kennt ihr dieses rot-weiße Band, womit man Absperrungen macht? Da stehen bis zum schwarzen Stein stehen Soldaten. Soldaten mit diesem roten Band. Niemand kommt dahin. Und sie geht alleine zum schwarzen Stein und küsst ihn. Ganz alleine. Als sie mir die Story erzählt hat, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe es für einen Moment nicht geglaubt. Obwohl ich immer alles das glaube, was die Leute mir sagen. Da sagt sie mir, warte, mein Sohn lief hinter mir, der hat das Video aufgenommen. Dann zeigt sie mir das Video und ist tatsächlich so. Wenn du das siehst, denkst du, die Präsidentin von Malaysia geht zum schwarzen Stein. Nein. Abgesperrt. Als wenn die Leute von außen, die werden gedacht haben, das ist ein hohes Tier. Nein, ist es nicht. Das heißt doch, es ist ein hohes Tier. Aber nicht hohes Tier im Sinne von König oder Präsident. Es ist einfach jemand, der eine Beziehung mit Allah hat. Das sind nicht Märchengeschichten. Das sind Sachen, die heute passieren. Das ist eine ganz einfache pakistanische Frau. Wenn du sie sehen würdest, sie war mit mir in der Gruppe, du wirst nichts Besonderes an ihr sehen. Gar nichts. Ich habe keinen Schimmer, was das ist. Irgendeine Sache ist da. Irgendeine Sache. Und sie hatte diesen Wunsch im Herzen. Und Allah organisiert diese Geschichte. Rabbuka, mach deine Beziehung mit deinem Herrn. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hast du nicht gesehen, dein Herr, was er mit diesen Leuten angestellt hat?
Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Zweiter Vers. Boah, diese Übersetzung, da kriege ich Gänsehaut. Ließ er nicht ihre List verloren gehen? Boah. Also, List, Plan. Das arabische Wort für List oder Plan oder sowas in diese Richtung ist Kayd. Kayd ist, wenn du machst einen Plan, hackst ihn aus, aber es gibt eine versteckte Agenda. Du erzählst den Leuten eine Geschichte, aber deine Motive sind eigentlich ganz andere. Das war auch hier mit Abraham und dem König von Jemen. Sein Motiv war ganz banal. Geld. Ich möchte aus Jemen, wo ich König bin, eine Handelsmetropole machen. Und Mekka steht mir im Weg. Was erzählt er den Leuten für eine Geschichte? Boah, die haben unsere Religion beleidigt mit der Kirche, bla 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 etc. Und früher, vor 100 Jahren, waren wir stolze Jemeniten, wir so viel Geld hatten. Das alles waren gar nicht seine Motive. Er wollte nicht ihr Erbe wiederbeleben, er wollte auch nicht die Religion verteidigen. Es ging nur um das Geld. Ist übrigens ganz oft der Fall. Wenn ihr heute mal schaut, wenn Kriege angezettelt werden, meistens gibt es ganz andere Sachen dahinter. Ganz andere Sachen. Der Ausdruck ist allerdings sehr schwer zu übersetzen. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Boah, wie fängt man damit an? Wenn du das wörtlich übersetzen würdest, heißt das, hat er, also dein Herr, hat er ihren Plan nicht ins Scheitern gesteckt. Was bedeutet das? Arabisch ist eine sehr bildliche, blumige Sprache. Und scheitern, verloren gehen, dein Plan ist adios. Das ist Tadlil. Und es wird so formuliert, als wenn Scheitern ist so wie ein Ofen. Du machst die Tür auf, ihren Plan nimmst du, steckst du rein und machst die Tür wieder zu. Und ihre schönen Pläne und Ideen und Ziele und was sie alles machen, da steckt jetzt alles. Du siehst sie gar nicht mehr, ist alles verschwunden. Du siehst nur noch das, was von außen ist, dieses Scheitern und gigantische Verlieren. Das ist der Ausdruck im Arabischen. Was du von außen siehst, ist kein Plan mehr. Keine Idee, keine Motivation, was auch immer. Es gibt nur noch Scheitern. Und das Wort Tadlil heißt, Allah hat das immer wieder gemacht. Wenn man die Geschichte heute hört, denkt man, wow, die waren auf Erfolgskurs, alles lief super. Bis sie bei der Kaaba waren, dann kamen die Vögel und haben alles zunichte gemacht. Tadlil bedeutet, Allah war die ganze Zeit dabei. Vom allerersten Moment hat er dafür gesorgt, dass ihr Plan scheitert. Immer und immer und immer wieder. Für uns sieht das so aus, sie sind bis zur Kaaba gekommen, sie hätten es fast geschafft. Selbst die Tatsache, dass sie bis zur Kaaba gekommen sind, war ein Teil von Allahs Plan, das Ganze scheitern zu lassen. Es sieht nur immer für uns so aus. Wir sehen immer so die Dinge, wow, der ist ja erfolgreich, der ist noch mittendrin. Das Ganze ist erst im Aufbau und irgendwann wird kommen. Die ganze Zeit hatte Allah hier ein Auge darauf, die Sache geht schief. Die Lehre daraus vor allen Dingen auch für die heutige Zeit. Wir als Muslime in unserer heutigen Position, wenn wir unsere gesamte weltweite Lage mal so betrachten, dann würde man wahrscheinlich sagen, die ist nicht so prickelnd. Und es sieht auch nicht so aus, als wären jetzt gerade die Muslime diejenigen, die auf Erfolgskurs sind. Das hätte man damals, 5 Tage, bevor der Typ mit seinen Elefanten bei Mekka ankam, hätte man das auch gesagt. Die Quraysh waren schon längst weg, die Kaaba ist verloren. Die Sachen sind nicht so. Warte, bis das Ende kommt. Die ganze Zeit hatte Allah über etwas geplant dafür. Ihr könnt sicher sein, in diesem Augenblick hat Allah auch etwas für geplant. Er sandte gegen sie Vögel in aufeinanderfolgenden Schwärmen. Das ist mal einmal eine Übersetzung, mit der man leben kann. Tarmihim bihijaratim min sijil. Die sie mit Steinen aus gebranntem Lehm beworfen haben. Vögel in aufeinanderfolgenden Schwärmen. Ababil. Das Wort hier für Schwärme, also wenn du die Berichte von damals liest, der ganze Himmel war schwarz. Vogelschwarm nach Vogelschwarm nach Vogelschwarm, wenn du zum Horizont geschaut hast, es gab nur Vögel. Du hast kaum noch was Blaues gesehen oder Wolken oder Sonne oder was auch immer. Also fast wie Sonnenfinsternis, aber nicht durch Mond, sondern durch Vögel. Also der Himmel war komplett schwarz, ein Schwarm nach dem anderen. Also es war kein Ende in Sicht.
Und jeder Vogel, so beschreiben es die Leute damals, der hatte in seinem Schnabel und in seinem Klauen jeweils einen Stein. Ein Stein aus gebranntem Lehm, Sigil. Sigil bezeichnet eigentlich, wenn du so Sand auf der Erde, wenn der nass wird und dann trocknet in der Sonne. Dann entstehen manchmal so Steinklumpen. Das ist so, das sind gebrannter Lehm sozusagen. Jeder hatte von denen so einen Stein, Schnabel und so. Und das Interessante, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Sahaba gab es noch jede Menge von diesen Steinen. Die sind nicht verschwunden. Viele von den Sahaba haben sich die auch angeschaut. Aisha und Ibn Abbas zum Beispiel, von denen ist überliefert, sie sind zu Leuten hingegangen, zu den Älteren, also sie haben das selber nicht gesehen, die Geschichte, aber die sind zu den Leuten hingegangen, haben sich die Steine zeigen lassen. Ihr wart damals dabei, erzähl mal. Und die haben die Steine rausgeholt. Das war ein Ereignis, deswegen es ist unbestritten, auch unter den Arabern. Ar-Razi kommentierte daraufhin, dass allein dieses Ereignis ist schon eigentlich ein Beweis für die Wahrheit dieser Botschaft. Er meinte, dieses Ereignis war so bekannt unter den Arabern. Keiner hat das überhaupt bestritten, dieses Wunder, was da passiert ist. Bei anderen Wundern sagen heute die Leute meistens, ja, kann sein, ihr Muslime erzählt uns das, ihr habt euch das bestimmt ausgedacht. Die Sahaba haben den Propheten geliebt, die wollten die Botschaft verbreiten, deswegen denken die sich Wundergeschichten aus. Das ist die übliche Erklärung. Das ist keine Wundergeschichte, die die Muslime sich ausgedacht haben. Die Araber, die Gegner der Muslime, haben sich diese ausgedacht. Nein, nicht ausgedacht, sie haben das gesehen. Wäre das nur eine Geschichte gewesen und die Araber hätten diesen Vers im Koran gesehen, sie hätten sofort gesagt, ey, das ist Unsinn. Aber die Gegner haben nichts dagegen gesagt, sie kannten die Geschichte selber. Sie wussten das alles. Das ist ein Wunder, die Gegner des Islams haben das bestätigt. Und zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam konnte man auch noch die Steine finden. Jetzt, die Vögel haben sie mit gebranntem Lehm beworfen. Das arabische Wort für werfen ist ein sehr interessantes. Tarmi, Tarmihim, sie haben sie beworfen. Tarmi bedeutet einmal werfen aus einer sehr großen Entfernung. Das ist jetzt nicht schwer vorzustellen. Ein Vogel fliegt oben, das ist eine große Entfernung. Aber Tarmi bedeutet nicht einfach fallen lassen, sondern sehr gezielt. Du siehst ein Ziel, visierst das an und schmeißt. Siehst ein Ziel, gucken, passt das und so weiter. Du guckst genau und wirfst. Das ist ein komischer Ausdruck für einen Vogel. Ich kann mir die Vögel vorstellen, sie fliegen darüber und lassen das einfach alles fallen. Das ist nicht das, was das Wort sagt. Das Wort sagt, die Vögel, die haben sich ihre Ziele ausgesucht. Sie wussten, wen es trifft. Die haben das ganze Spektakel von oben beobachtet. Die wussten, wer sind die Leute aus Jemen, wer sind die Leute aus der Quraysh, die wurden tatsächlich verschont. Wir picken uns diese Leute raus, einen nach dem anderen. Sie haben die Leute anvisiert und geworfen. Das bedeutet dieses Wort. Das ist eine sehr taffe Aussage für einen Vogel, oder? Ich meine, dass ein Vogel fliegt und lässt irgendwas fallen, das kann man sich noch vorstellen. Aber ein Vogel, der wie ein Scharfschütze agiert, das ist schon komisch, oder? Eigentlich nicht. Es gibt eine ganz andere interessante Stelle im Koran. Auch mit Vögeln, obwohl ich darauf gar nicht unbedingt hinaus will. Aber in Surat An-Naml, ist die 27. Sure. Ist die Sure mit der Ameise. Da wird die Geschichte von Suleiman erzählt. Und das Wunder, was Suleiman gegeben wurde, war, dass er mit Tieren kommunizieren konnte. Er konnte mit ihnen reden. Er konnte ihnen was sagen, sie konnten ihm was sagen. Das hat funktioniert. Das war eines der Wunder. Und es wird hier beschrieben. In der Sure wird am Anfang beschrieben, wie Suleiman seine ganze Armee aufstellt. Und in dieser Armee sind auch Tiere. Und er schaut so durch seine Armee und schaut sich die Tiere an und sagt, einer von denen fehlt. Und das Tier, was fehlte, war ein Vogel. Im Koran wird der Hudhud bezeichnet. Auf Deutsch ist das, glaube ich, der Wiedehopf. Wiedehopf, Hudhud auf Arabisch. Das ist der Vogel, der fehlte. Und Suleiman sieht das und sagt, Moment, wo ist der Vogel? Was passiert mit ihm? Wenn er nicht bald kommt, kriegt er eine Strafe. Ich kürze die ganze Geschichte ab. Dann irgendwann kurz danach kommt der Vogel angeflogen. Und Suleiman konnte mit ihm kommunizieren. Der Vogel, der Hudhud, kommt zu Suleiman und sagt ihm, ich bin aus Jemen gekommen. Ich komme aus Jemen. Und er gibt ihm einen Bericht über das, was er gesehen hat. Inni waja'tum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim. Er ist aus Jemen gekommen und er hat dort eine Frau gefunden, die sie regiert. Und die hat von allem Möglichen was bekommen, viele schöne Dinge, unter anderem auch einen gewaltigen Thron.
وجئتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Und ich habe gesehen, wie die Leute da, ihr Volk, sie werfen sich vor der Sonne nieder, anstatt vor Allah. Und Shaitan hat ihnen das so ausgeschmückt, schön aussehen lassen. Und sie wurden von dem Weg abgehalten und sind nicht recht geleitet. Das ist ein Vogel, der diesen Bericht erstellt hat. Der Vogel ist nach Jemen geflogen, hat das gesehen, was die machen, hat das gecheckt. Die werfen sich nieder, oh, die beten die Sonne an, fliegt zurück zu Suleiman, gibt ihm einen Bericht. Ein Vogel. Der Vogel selber hatte kein großes Wunder. Das Wunder war Suleiman, dass er mit ihm reden konnte. Der Vogel selber hat das gecheckt. Ich frage mich manchmal, ob wir die Schöpfung von Allah nicht gewaltig unterschätzen. Im Koran wird ein Vogel beschrieben, er sieht das, was die machen, und er rafft sofort, was da passiert. Die machen Schirk. Ich muss Suleiman Bescheid geben. Der Vogel selber sieht das. Warum sagt Allah das auch hier dem Propheten? Er beschreibt das wirklich so, genau wie die Vögel in dieser Geschichte. Allah schickt Vögel los und die selber gehen los und suchen sich Ziele, visieren die an und schmeißen Steine drauf. Herrscher haben manchmal, wenn es brenzlig wird, ein stehendes Heer. Wisst ihr, was ein stehendes Heer ist? Ein stehendes Heer ist eine Armee, die ständig waffenbereit ist. Die musst du nicht erst einberufen, Theater veranstalten, sondern die sind da, die haben quasi Waffe bei Fuß. Und wenn du ein Wort sagst, gehen sie los. Das hatten normalerweise auch die Quraysh. Die Quraysh waren ein bekannter kriegerischer Stamm und sie hatten ihre Armee. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde zu ihnen geschickt und er ist erst einmal alleine. Mit den ersten Konvertiten vielleicht eine Handvoll. Aber Allah sagt ihm hier, du bist nicht alleine. Die Quraysh haben ihr stehendes Heer. Die haben ihre Männer, die sind waffenbereit. Das haben die alles. Dein Herr hat genauso eins. Das sind nicht eine Handvoll Männer mit Waffen. Es ist die gesamte Schöpfung. Die Vögel, die du siehst, die fliegen jetzt rum und kümmern sich um ihre Jungen. Aber ein Befehl von Allah und sie sind deine Armee. Und das ist nicht nur mit den Vögeln, das ist mit jedem Geschöpf, was du siehst. Der Herr, Rabbuka, dein Herr, das ist alles sein stehendes Herr. Welche Angst kannst du jetzt tatsächlich noch haben? Du gehst ganz anders durch diese Welt. Du gehst nicht mehr durch diese Welt und du siehst Kamele und Pferde und Hühner und Schafe und Vögel und so weiter. Du gehst durch diese Welt und so ein harmloses Geschöpf wie ein Vogel. Du weißt in Wahrheit, es ist ein Soldat von dem Herrn, den du dienst. Gib dir einen Befehl, alles was du da siehst, steht bereit für dich. Das ist der letzte Vers. Und er hat sie so gemacht wie abgefressene Halme. Asfim makul. Es sind tatsächlich, Asfim sind so trockenes Gras. Und wenn das Tier das isst, ihr könnt euch so Gras vorstellen, das ist schon getrocknet, so ein bisschen von der Sonne. Und wenn Tiere kommen und das essen, ihr wisst, die Tiere haben nicht so Manieren wie wir. Wenn wir das essen würden, der Allmann, der hätte Messer und Gabel, steckt er das so in den Mund, sauberer Teller, sauberer Platz, etc. Jetzt, die Tiere sind nicht ganz so, die haben nicht solche Manieren. Wenn die Tiere dieses Gras essen, dann krümmelt das so vom Mund herunter. Allah sagt, diese Armee mit Elefanten und Jemen und die alle angekommen sind, er hat sie so gemacht, wie die Krümmel von Grashalmen, die die Tiere essen und dann von ihrem Mund runterfallen. Tatsächlich war die Niederlage, die sie davongetragen haben, extremst demütigend. Für sie war das sehr heftig. Die sind zurückgekommen nach Jemen, die sahen fürchterlich aus. Aisha hat einmal erzählt, sie hat viel später zwei Leute von denen getroffen aus dieser Armee. Das waren Leute am Rand, die haben gebettelt und wenn du die gesehen hättest, die denkst, die sind schon halb tot. Die waren sehr gezeichnet davon, als sie zurückgekehrt sind nach Jemen. Und das Bild, was Allah hier zeichnet, ist, du kannst dir das mal vorstellen, Wüste, riesige Fläche vor Mekka. Da steht eine gewaltige Armee. Ein Vogelschwarm von hier bis zum Horizont. Das Ganze ist schwarz. Ich habe ja eben gesagt, Arabisch ist eine sehr, sehr bildliche und blumige Sprache. So haben die auch sich wirklich untereinander Geschichten erzählt.
Das Bild ist ungefähr so, wie du siehst diesen Vogelschwarm von oben, wie ein gewaltiger Käfer, der herabfällt auf die Leute aus Jemen mit ihren tollen Elefanten und sie werden danach wie diese Krümel, die vom Mund eines Tieres runterfallen. Mehr ist von ihnen nicht übrig geblieben. Allah sagt am Anfang im ersten Vers, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka wa ashabul fil. Hast du nicht gesehen, wie er mit denen umgegangen ist? Er hat nicht nur gesagt, was er mit denen angestellt hat. Wie sagt er, hey, schau dir das einmal an. Diese ganze Story. Er lässt die Leute von Jemen bis zur Kaaba kommen. Und im letzten Augenblick rettet er die Kaaba auf eine Art und Weise, wie niemand damit gerechnet hätte. Die Leute haben alle schon gedacht, hey, die rennen jetzt rüber und Kaaba ist vorbei. Es ist ein Hinweis für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Die Hilfe von Allah. Du hast jetzt eine Mission vor dir. Jede Menge Steine. Die Hilfe von Allah kommt nicht unbedingt auf eine Art und Weise, wie du das erwartest. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hatte eine ganze Reihe von Fehlschlägen. Er hat versucht, Dawah zu machen, das hat nicht funktioniert. Er hat einmal mit den Führern der Quraysh geredet, sie haben das nicht akzeptiert. Er ist nach Taif gegangen, hat Dawah gemacht, die Leute haben ihn rausgeworfen. Es waren alles Dinge, wo er gedacht hat, hey, das funktioniert vielleicht. Am Ende hat sich eine Tür in Medina aufgemacht. Er hätte damit nicht gerechnet. Die Hilfe Allahs ist nicht unbedingt das, was du auf dem Schirm hast, was du so siehst. Wir selber sind heute in der Lage so, wir haben unsere Arbeit verloren. Was ist die einzige Möglichkeit, dass die Lage wieder gebessert wird? Wir schreiben eine Bewerbung und wir werden angenommen. Was anderes fällt uns schon gar nicht mehr ein. Es kann sein, dass die Hilfe von Allah was völlig anderes ist. Irgendeine Sache, mit der du gar nicht gerechnet hast. Allah hat Möglichkeiten ohne Ende. Und die zweite Sache, worauf Allah hinweist. Die Kaaba wurde im letzten Moment gerettet. Und das ist tatsächlich eine Sunna von Allah. Es war schon Alarmstufe Rot, man hat das Ganze schon aufgegeben. Das hat er vorher sehr oft gemacht. Wenn ihr die Prophetengeschichten lest, ganz oft wurden Propheten und Gläubige im allerletzten Moment gerettet. Die haben Dawah gemacht ohne Ende, das Volk war nur noch gegen sie. Und als schon alle dachten, jetzt ist hoffnungslos, rettet er diese Menschen. Ein Sheikh hat mal in einem Vortrag erwähnt, warum Allah das macht. Das hat er immer und immer wieder in der Geschichte gemacht. Und das ist auch ein Zeichen für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Du hast einen langen Weg vor dir und das im allerletzten Moment kann es sein, dass du gerettet wirst. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat die Auswanderung gemacht in der Nacht, wo man ihn tatsächlich ermorden wollte. Es war letzte Sekunde. Warum macht Allah das oft? Ein Sheikh hat mir ein schönes Beispiel gegeben. Er macht das tatsächlich als Zeichen für die Gegner. Er hat als Beispiel gegeben, du hast einen Hund an der Leine. Das ist so ein Hund hier an der Leine. Normale Hundeleine ist vielleicht 2 Meter. Der Hund bewegt sich immer so. Aber gibst du dem Hund eine Leine von 100 Metern, der bleibt nicht bei dir, der haut erstmal ab. Und nach 20, 30 Metern denkt er, wow, ich komme ja immer weiter. Ich kann mir alles Mögliche erlauben. 60, 70 Meter, der Hund denkt schon gar nicht mehr, dass er ein Herrchen hat, dem er gehorchen müsste. 80, 90 Meter, der Hund ist frei. Es gibt überhaupt gar keine Leine mehr. Für den Hund existiert keine Leine mehr, er kann ihn überhaupt nicht mehr. Er kann machen, was er will. Es gibt keinen Herren, es gibt keine Regeln mehr, nichts. Ich kann machen, was ich will. Es gibt keine Leine mehr. 95, 96, der Hund jubelt schon, er wähnt sich schon auf der sicheren Seite. Er rennt und läuft und genießt seine Freiheit. 98, 99 Meter, 100 Meter. Da ist doch eine Leine. Das ist der Moment, wo Allahs Hilfe kommt. Und sie ist fürchterlich für die Gegner. Man soll sich da nicht vertun. Wenn wir unsere aktuelle Lage mal betrachten, ich weiß alles, wie das aussieht. Aber ich sehe das überhaupt nicht so. Ich sehe tatsächlich, dass für die Gegner etwas Gewaltiges vorbereitet wird. Das sind die Lehren aus dieser Sura. Inshallah konntet ihr davon profitieren und was mitnehmen. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum. ورحمة الله وبركاته أضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى
التقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى.